VIP-Zone ist eine energieautarke Zone im Campingbereich des Open Air Frauenfeld. Unser Ziel mit dem Eventmodul Green Festival ist es, die Veranstalter der Festivals dazu zu bewegen, 15% weniger fossile Energie in den nächsten Jahren zu brauchen. Die Firma Swisper ist mit zwei mega coolen Sachen vor Ort, und zwar mit Mobilcharger und Solarleuchten, wo man auch den Platz am Abend, wenn es spät ist, ausleuchten kann, dass die Leute sicher heim können. Zudem werden wir hier vor Ort gleich selber Energie produzieren, und zwar mit der Photovoltaikanlage und den Solarblumen von unserem Partner BKW. Den Anlass haben wir heute auf die Beine gestellt, dass wir den Lernenden mal etwas zeigen können hinter den Kulissen von so einem Open Air. Für die Lehrlinge ist es so interessant, dass sie erstens mal sehen, was es alles braucht für so ein Event, was für Kabel, was für Querschnitt und was für eine Leistung das da gebraucht wird. Mich treibt an, dass ich gerne auf Festivals gehe und dass ich auch will, dass meine Kinder auch noch an diese Festivals gehen können. Also mich treibt an, die Lehrlinge auszubilden, weil ich es einfach einen super coolen Job finde und dass sie auch etwas Gutes machen in diesem Handwerk und wie wichtig das da ist. Mein Name ist Roberto Mastrodomenico. Ich bin der Berufsbildner von der Firma Swisspro AG in Urdorf. Mein Name ist Piero Achermann und ich bin der Gesamtleiter von der Kampagne «Wir sind Zukunft». Und was treibt dich an?